So Priwan never left Doris's theater after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Ja, und damit hi und herzlich willkommen zurück hier bei Vampyr. Und eigentlich wollte ich ja mit den Herrschaften da, ne? Aber ich bin jetzt die ganze Zeit durch das Viertel gerannt und ich habe die echt nicht gefunden. Also, und dann hatte ich auch keine Lust mehr, da ewig weiter zu suchen. Vielleicht werden wir sie so mal, vielleicht werden wir sie so mal treffen. Aber erstmal nehme ich mal an, unseren guten alten Edgar finden, oder? Ja! Ist ja nicht so, dass ich das nicht gerade eben schon draußen gehabt hätte. Warte. Wenn man sich auch mal konzentriert, dann geht das auch wesentlich besser. Na, wird er wohl. Upp. Aber ich will den Großen erstmal loswerden, die anderen sind. Hä? Ich wollte gerade sagen, die anderen fallen eigentlich unter ferner Liefen. Ihn hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Warte. Da. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Nein, jetzt habe ich wieder keine Ausdauer. Aber jetzt. So, tschüsschen. So, warte, untersuchen. Okay, die haben nichts mehr. Ja, da unten ist er doch. Aber erstmal hinkommen. Die Sache ist, konnte ich nicht sogar hier noch irgendwie was finden? Irgendeinen Auftrag? War das er gewesen? Ich meine, ich bin hier. Warte mal, ich will mal ganz kurz. Ich mach mal das verfolgen. Jo. Also theoretischerweise sollten wir ihm sein Zeug gleich wiederbringen können. Weil ich wollte ja hier sowieso rein, ne? Also bevor ich irgendwie rausgehe, hoffe ich, dass ich den Schriebs hier irgendwo finde. Die Sache ist bloß, wie komme ich hier denn in den Keller? Wir waren ja die ganze Zeit nur oben gewesen. Ansonsten muss ich hier alles wegschnetzeln und dann... Oh. Was verstecken sie sich da so hinter der... Das ist ja wohl ein bisschen, ne? Hier haben wir noch eine leckere Ratte. Scharfrichter von Priven. Ich weiß aber nicht, ob der außerhalb ist. Stupid Beast! Ja, ja. Tu mich hoch. Auch tschüss, Ken. Na ja, toll. Hä? Wo kommen sie denn her? Hör auf, hier rumzufuchteln, Alter. Ich hab ihm gesagt, er soll aufhören. Hat er ja nicht gemacht. Wo ist denn jetzt hier der Briefen-Pimpf? Die Büchse von Pandora. Habe ich es jetzt doch noch markiert? Warte mal, ich höre ihn schon quatschen. Aber hier waren wir doch gerade eben schon. Ja, supi. Wie komme ich hier in den Keller? I cannot enter. Okay, vielleicht einen Schlüssel finden, damit wir irgendwie runterkommen. Aber ich habe jetzt hier... Oh. McCallums Bericht. Wird aber nicht das sein, was wir für Dings brauchen haben. 11.06.18. Ich habe gerade Doris Fletchers Tagebuch fertig gelesen. Es war eine entsetzliche Qual. Mein Gott, die Frau wollte ganz London zusetzen. Ihr Plan war es, alle zu infizieren, die zu ihrem nächsten Stück gekommen wären. Jetzt verstehe ich deutlich besser, was hier vor sich geht. Doris Fletcher hieß eigentlich Doris Jones. Sie war die Tochter einer Harriet Jones, die lange im Pembroke Hospital behandelt wurde. Ganz offensichtlich hasste sie ihre Mutter. Sie nutzte aber ihre Berühmtheit, um nach ihr zu sehen, während sie die Armen und Kranken im East End besuchte.
Ich weiß nicht genau, was dann passierte, aber so hat ihre Mutter sie infiziert, ehe sie zum Theater zurückkehrte. Und deshalb hat sie sich in diesem Mon in dieses Monstrum verwandelt, das der als Jonathan Reed bekannte Blutsauger am Ende besiegt hat. Dass dieser Vampir sich im selben Krankenhaus aufhält, in dem Harriet Jones behandelt wurde, kann kein Zufall. Warte mal, Harriet war doch die, die dann auch geflohen ist, die jetzt im Untergrund ist, ne? Also gegen die Infektion. Oh, Entschuldigung. Eigentlich von ihr aus. Okay. Ich bin davon überzeugt, er hat einen großen Anteil an der momentan in London wütenden Vampirseuche. Und ich bin überzeugt, dass der Swansea sein Komplize ist und die beiden etwas Schreckliches planen, das alles in den Schatten stellen wird, was die Wachen von Preven je erlebt hat. Vielleicht sollte ich auf der Suche nach Antworten ein wenig die alten Bücher und Manuskripte zu studieren, die die Wachen noch besitzen. Das könnte sich als nützlich erweisen. In der Zwischenzeit sollte ich wohl besser eine Patrouille losschicken, um zu untersuchen, was am Pembroke Hospital vor sich geht. 11.8.18. Es hat mich 2 Tage gekostet, die staubigen Register und Bücher zu durchforsten, die wir im Tresorraum aufbewahrten. Gott, ich hasse es, auf diese Weise Zeit zu verlieren, aber wenigstens hat sich die Suche gelohnt. Ich habe in einer Kopie von William Marshalls Memorien 2 Seiten entdeckt, die einen Bezug zu unserer aktuellen Lage haben könnten. Ich habe sie an mich genommen, um sie genauer zu lesen. Warum haben wir den nicht mehr? Ach, wir haben den nicht getötet. Ne? Der wird die immer noch bei sich haben. Diese Kreatur, die Marshall 1666 bekämpft haben will, dieses Desaster, das London zerstören wollte, sie ähnelt sehr dem, was Doris Fletcher zugestoßen ist. Krankheit, Ansteckung, Hass gegen die Lebenden, ein Verlangen, die Stadt brennen zu sehen. Ich hege keinen Zweifel daran, dass der verdammte alte Blutsauger William Marshall hinter dieser Sache steckt und wieder da ist. Es könnte unser größter Erfolg werden, wenn die Wachen von Preven ihn endlich finden und diesen alten Mistkerl den Garaus machen können. Ich glaube, was Marshall 1666 tat, ist genau das, was Reed jetzt versucht. Konnte die Kreatur dieses Desaster ihren Willen auf. Ach so, ihren Willen entfliehen, ich wollte erst aufzwingen sagen. Hat Marshall sie deshalb 1666 vernichtet und Reed das gleich mit Doris Fletcher getan, ehe sie zu einer solchen Kreatur werden konnte? Ich weiß es nicht, aber diese 2 Männer stecken ganz klar unter einer Decke und Swansea hilft ihnen. Ich werde sofort Befehl erteilen, ihn festzunehmen und zu verhören. Dieses bösartige Monster Reed werde ich eigenhändig vernichten. Dann. Hä? Ich habe gar nichts gemacht. Oder ist das, wenn ich zu lange nichts mache? Weiß nicht. Dieses bösartige Monster Reed werde ich eigenhändig vernichten, denn kümmern wir uns um William Marshall und dieses Desaster. Die Wachen von Preven wird obsiegen. Naja, Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Schlüssel zur Theaterbühne. Also, okay, gut, dann lag er doch hier. Ich würde halt Dings sein Buch ganz gerne finden. Aber vielleicht ist das ja unten versteckt. Und vielleicht haben wir da auch noch ein Manuskript, was wir dem Dings wiedergeben können. Da fehlt uns ja auch noch eins, ne? So, Herr. Das war, glaube ich, bloß die Tür. Herr Schwonschi! Ich bin gleich da. Warten Sie auf mich. Und ich hoffe, wir haben nicht wieder den nächsten großen Kampf. Ja, bloß eine Feder. This is no place for you, sir. Jo. Na, das wollen wir doch erstmal sehen. Ich hoffe, ich bin schnell genug und er hat genug Ausdauer, dass der hier nicht seine Scheiße rauslässt. Jo. Hat funktioniert. Sehr schön. Lass mich verarschen, da komme ich jetzt nicht durch. Es war Schluss. It's locked, all right. Okay, dann mal auf die andere. Und da ist bestimmt das drin, was wir It's brauchen. Locked. Ich. Der Vampirritter, William Marshall, vergesst die Legende dieses Mannes, des einen, von dem die meisten von euch noch nie gehört haben, ihr faulen Hunde. Vergesst die leere Gruft in der Temple Church. Vergesst die Toten, die starben, als wir nach ihm suchten. Wir, die Wachen von Preven, wissen, dass er sich weiterhin irgendwo versteckt. Das ist die einzigste Tatsache, an die wir denken müssen. Es gibt auch ein kleines Detail, das wir noch beachten müssen. Der kleine Mistkerl ist gerissen. Wie oft dachten wir schon, dass wir ihn eingekesselt hatten? Nur um am Ende Spinnweben und Staub zu finden. Marshall ist seit 1000 Jahren ein Vampir. Wir haben nur eine Chance, wenn wir unser Vorgehen ändern. Also, ihr faulen Hunde, hier sind ein paar Fragen an euch und auf ich eine Antwort. Hier sind ein paar Fragen an euch, auf ich eine Antwort erwarte.
auf die ich eine Antwort erwarte. Bevor das Gerede über eine große Jagd auf den Blutsauger beginnt. Wer hat ihm geholfen, aus seinem Versteck unter der Tempelschutz zu uns kommen? Wir wissen, dass Jahre bevor sie untersuchten, ein privates Unternehmen den Auftrag erhielt, einen großen Sarg aus der Gruft zu entfernen. Was genau haben die Verräter der Bruderschaft von St. Paulus mit Marshall beredet, als sie sich 1785 mit ihm in London trafen? Der Bericht über dieses Treffen wurde verbrannt, aber Zeugen behaupten, Marshall wollte Zugang zu einem speziellen Buch in der Bibliothek haben. Warum scheint die Monstrosität namens Lady Blackwood mit Marshall verbunden zu sein? Nicht, dass Lady Blackwood eigentlich Lady Ashford bei uns jetzt ist. Sie schrieben sich Briefe. Spitzel der Bruderschaft sagen, sie kam 1786 nach London, um ihn zu treffen. Sie hat 1793 versucht, unauffällig sein Schloss in Wales zu erstehen, doch sie floh, als sie von unserem furchtlosen Mentor Kendall Stone entdeckt wurde. Erkennt ihr das Muster nicht? Was in diesen Jahren passiert? Warum so viel Aufregung und Betriebsamkeit? Beantwortet diese Fragen, meine Brüder. Und ihr findet den Weg zu William Marshall, unser berüchtigter Feind und dem ältesten Vampir Englands, der unseren gerechten Zorn seit jeher entkommen konnte. Aus Kennt eure Feinde von Karl Edrich, Einführer. Ja, ist okay. Ich würde halt den anderen Shit noch gerne finden, aber ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, das werde ich nicht schaffen. Aber gut. Ist heute Vorlesestunde, ne? William Marshalls Memory. Die Bruderschaft von St. Paulus Stola hat endlich zugestimmt, sich in London mit mir zu treffen. Sie hat ein Treffen in der neuen St. Paul's Kathedrale vorgeschlagen. Der Geist und die Ernsthaftigkeit dieser Männer gefallen mir. Wie symbolisch den Ort zu wählen, an dem ich dieses Desaster besiegt habe und an dem ich gefallen bin. Und ich habe ihrem Vorschlag zugestimmt. Dort in der heiligen Stille der Kirche und unter Augen Gottes hörten sie mir respektvoll zu. Sie räumten meinen Sieg über diese böse Kreatur namens Dus Astro ein. Das einzige Verlangen dieser Sternfresserin bestand darin, Tod und Pestilenz zu verbreiten. Da sie anerkannten, dass ich London 66 retten wollte. 1666 retten wollte, durfte ich mein innerstes Anliegen vortragen, das Blut des Hasses aufzuhalten. Ihr Primas versprach mir eine Antwort. Diese bestand nur aus einem Namen, die Tränen der Engel. Ihm zufolge vermag dieses uralte Rezept alles zu heilen. Es kann jene in die Finsternis entglittene Seele läutern und mein Blut reinigen. Gepriesen sei der Herr, seit über 100 Jahren bin ich auf der Suche nach einem Heilmittel für das Blut des Hasses, aber jetzt habe ich es vielleicht gefunden. Bald wird die Wut ein Ende haben. Bald kann ich das von mir begangene Unrecht wieder gutmachen und meinen Fehler berichtigen. Jetzt muss ich nur noch die nötigen Zutaten für den Trank beschaffen, um ihn zubereiten zu können. Blut aus dem reinsten Herzen, gemischt mit dem Blut eines Königs. Solch seltene Zutaten zu finden, bereiten mir nicht die größte Sorge, denn die Zeit arbeitet für mich. Der letzte Teil ängstigt mich. Reine Knoblauchessenz. Ich fürchte, dass es wortwörtlich höllische Schmerzen wird, wenn ich dieses Gegenmittel trinke, aber wenn das der Preis ist, den ich zahlen muss, um meine Seele zu läutern und meine Fehler zu korrigieren, bin ich willens, diesen qualvollen Schmerz zu ertragen. Es hört sich so an, als ob der Gute entweder wirklich dran vielleicht jetzt wirklich dran gestorben ist oder eher ein einfacher Sterblicher wieder wurde. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCallum drank. I had better keep that in mind. Ja. Was? Bis auf Weiteres wird der Tresor zur Lagerung von vertraulichen Beweisstücken genutzt. Er muss stets abgeschlossen sein. Wenn Sie Zugriff benötigen, können Sie sich den Schlüssel bei mir im obersten Stockwerk abholen. Und vergessen Sie verdammt nochmal nicht, ihn mir zurückzugeben, wenn Sie fertig sind. Rodney. Im obersten Stockwerk. I should find the key to that box. Haha. Okay, komm. Hallo? Im obersten Stockwerk. Ich weiß, ich wollte was anderes machen. Oder wir wollten ja eigentlich Schwonschi retten. Aber wir müssen nochmal hoch. Wie wäre es immer mit Schnauze halten? Können wir hier nicht gleich nach oben? Weil ich habe ein bisschen die Befürchtung, wir kamen ja schon mal nicht mehr rein. Geht sie hoch? Dass das dann vielleicht wieder der Fall sein wird. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Also wir sind auf jeden Fall... It's locked. Okay, hier ist es nicht. Ja, Schwanschi, du hältst noch die Stellung, ne?
Und die, oh, hier komme ich nicht durch. Ich weiß halt nicht, vielleicht ist das auch die Tür, die wirklich zum obersten Stockwerk führt. Na, das ist alles möglich. Halt. Ach so. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, jetzt will der Herr sich erstmal ihn genehmigen oder was? Not a safe place right now, sir. Ja, ja, ist richtig. Warte, ich... Hier. Ich bin dann immer noch ein Stück... Mann! Nein, doch nicht den. Mach doch erstmal den fertig. Gut. Gut, ich bin dumm, das hätte ich erst machen sollen, wenn ich mich gehalten habe. Alter, du Drecksack. Ausweichen funktioniert jetzt nicht so gut. Ich sehe ihn auch kaum. So. Na, Mann! Ach, er hat die Dings. So, und was war das vorhin? Oh. Was war das gerade, hä? Was war das gerade? So, ich frage ja bloß nach. War hier noch irgendwas drin? Okay. Ich habe einen Schlüssel, das ist erstmal das Wichtigste. So, noch ein bisschen Kleinzeug eingesammelt. Ja, ja. Und wir müssen mal... Ja doch. Nee, Quatsch. Hatte ich die Waffe... Nee, alle Waffen hatte ich, glaube ich, noch nicht. Warte mal, wo... Ach nee, war auf der anderen Seite. Ich wollte gerade sagen. Mir kam das doch sehr bekannt vor, weil ich da doch ein paar Mal leider neu spawnen musste. Ja, ja. So, wo ist denn jetzt hier nochmal... Le Kiste gewesen. Oder der Tresor. Hier. Really don't know if I should read this. Doch. Und ob wir das lesen. Kann natürlich sein, dass das jetzt alles zunichte macht, weil ich glaube, ihn können wir nicht belügen, aber ich will trotzdem wissen, was hier drin steht. 8. Januar 18. Die Karten bereiten mir Sorgen, denn unentwegt prophezeien sie eine schemenhafte, aber fürchterliche Gefahr und meinen damit nicht diesen scheußlichen Krieg. Ich sollte die Legaten besser, die Legaten besser nach London zurückbeordern und ihnen auftragen, die Augen offen zu halten, um bei ungewöhnlichen Vorkommnissen Meldung zu machen. 15. März. Irgendetwas ist definitiv faul. Die Karten verraten weiterhin nicht, was naht. Das kann nur bedeuten, etwas Mächtiges ist in Bewegung. Etwas so Starkes, dass die Karten seine Natur nicht vollkommen preisgeben können. Alle Legaten bis auf einen sind zurück in London. Seine Mission in Lhasa ist zu bedeutsam, um sie abzubrechen. Die einzigen nennenswerten Beobachtungen sind die regelmäßigen Treffen zwischen Aloysius Dawson und dem Escalon Club. Das muss uns momentan keine Sorgen machen. 24. Juli. Eine furchtbare Epidemie setzt uns zu, was mir ganz und gar nicht gefällt. Meine Legaten wurden nach Übersee zurückgeschickt, um sie vor den Krankheiten zu schützen und damit damit sie Hinweise auf den Ursprung der Seuche suchen können. Ich bin nicht restlos davon überzeugt, dass das Phänomen rein natürlichen Ursprungs ist. In der Vergangenheit standen viele Fälle vampirischer Aktivität mit plötzlichen Epidemien in Verbindung. Wir müssen wachsam bleiben. 17. August. Auf der ganzen Welt hunderttausende Tote, zerbrochene Familien, Verzweiflung und Kummer sitzen tief in unserem Herzen. Diese Epidemie ist ein Fluch. Die Berichte aus aller Welt zeigen mir, dass diese Katastrophe keine Grenzen kennt. Die gute Nachricht ist, dass die Krankheit abgeebbt sein zu scheint. Die schlechte Nachricht ist, dass die Karten weiterhin eine Katastrophe vorher prophezeien. Die eventuell was mit uns zu tun hat, ne? 19. September.
September, mein Gott. Die Karten hatten von Anfang an recht, eine Katastrophe bricht über uns herein. Das klarste Anzeichen mag die Rückkehr der Wachen von Prieven sein. Geoffrey McCallum persönlich ist wieder in London. Er stellt aktiv Nachforschungen an und rekrutiert Leute für einen neuen Feldzug. Was auch immer ich von McCallums Methoden halten mag, ich muss zugeben, er hat einen Riecher für Gefahr. Wir müssen alle wachsam bleiben. 21. September. McCallum hat keine Zeit verloren. Mindestens 3 seiner Bluthunde hat er auf mich angesetzt. Wieder einmal derselbe alte Hass, dieselben alte Methoden. Sie werden jeden meiner Schritte, alle meine Bekannten und alles, was ich tue, im Blick haben. Ich weiß, dass sie mich für einen Unsterblichen halten, aber der sich gegen sie, gegen die Menschheit verschwört. Dämliche Jäger, für sowas habe ich keine Zeit. Ich mag Geheimnisse haben, aber ich bin nicht der verschwörerische Feind, hinter dem sie her sind. Aber in einem haben sie recht. Die Katastrophe lässt sich nicht abwenden. 15. Oktober. Zum zweiten Mal, seit ich Primas von St. Paulus bin, fürchte ich um diese Stadt. Skulls fallen in London und im gesamten Land ein. Nein, sie fallen nicht ein, sie sind bereits hier. Sie sind unter uns. Befreit durch das Fleisch der vielen Infizierten. Beobachter der Bruderschaft berichten mir, dass Vampire aus ganz Europa eintreffen, die es kaum erwarten können, etwas vom unschuldigen, leidenden Fleisch abzubekommen. Dieses Land, so wie wir es kennen, steht vielleicht am Rande des Abgrunds. Wir wissen immer noch nicht, wer oder was unser Gegenspieler ist. 26. Oktober. Die Karten bereiten mir weiterhin Unbehagen, denn die wahre Gefahr wurde noch immer nicht offenbart. Ich bin davon überzeugt, dass die Wachen von Prieven in Kürze ihre zweite große Jagd ausrufen wird. Das ist die einzige Erklärung für McCallums Aktivitätsmuster. Kontrolle über strategische Befehlsstände in der ganzen Stadt. Herstellung vieler neuer Waffen. Raub zu schnellen Finanzierung dieser teuren Unterfangs. Ich weiß, dass mein Name auf der Liste stehen wird, wenn sie entscheiden, alle infizierten Vampire in England zur Strecke zu bringen. Aber ich werde mich dieser Bedrohung nicht unterwerfen. 7. November. Ein Angriff von der Wachen von Prieven steht kurz bevor. Speer und Patrouillen kommen Nacht für Nacht näher. Ich kann ihnen noch nicht einmal einen Vorwurf machen, denn die Lage ist kritisch. Einige Meldungen ziehen sogar die Rückkehr des gehörnten Vampirs in Betracht. Aber ihre Blindheit erstaunt mich stets aufs Neue. Wie können sie mich noch immer für den Feind halten? Ich habe ihnen nicht bewiesen, dass ich ihr Verbündeter bin. Habe ich ihnen nicht alles in der Macht Stehende getan, um Sterbliche zu schützen? Dies ist mein letzter Eintrag in diesem Buch. Möge Gott unser Seelen gnädig sein. Also so viel... I can't believe it. Also so viel neue... haben wir jetzt da großartig neue Erkenntnisse draus gewonnen? Irgendwie nicht, oder? Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Geoffrey McCallum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skull epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? I put him in a somewhat delicate position when I made him an immortal. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. Edgar, as much as I would like to believe you, I have a few concerns that require clarification. What do you mean?
William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story. He was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession? Because I offered you shelter in my hospital. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms. Blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Do you know where we are? Doris Fletcher's theater. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance, just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear, I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my you research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed two of your patients at the same time. I made a mistake. But
What is science if not trial and error? We both know it, Jonathan, we both know it. What a poor justification for your morbid fascination and thirst for glory. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. Prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Enough!